Moin Moin, ich bin Leslie von Reishunger und in diesem Video dreht sich alles um Hirse. Ich zeige dir, wie du sie am besten kochst und was du sonst noch zu dem Thema wissen musst. Dabei machen wir die Zubereitung natürlich in beidem, im Reiskocher und im Kochtopf. Ich hoffe, deine Hirse steht bereit. Los geht's! Bei Hirse handelt es sich um so ein gelb-goldenes Korn, ein Rundkorn besser gesagt. Dabei hat Hirse so ein leicht nussiges Aroma, das hängt aber auch immer damit zusammen, wie du sie zubereitest. Zum Beispiel kannst du in das Wasser ein bisschen Kurkuma geben oder auch Gemüsebrühe. Wir machen es heute ganz klassisch mit etwas Salz und Wasser und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal mit der Zubereitung. Bevor du deine Hirse kochst, solltest du sie ordentlich durchwaschen, um mögliche Verschmutzung oder auch Bitterstoffe loszuwerden. Das mache ich jetzt gleich 2 bis 3 Mal in unserer Waschschüssel, bis das Wasser nicht mehr so milchig ist, sondern schön klar ist. Dann können wir mit dem Kochen beginnen, und zwar im Kochtopf. Übrigens, bevor du deine Hirse kochst, solltest du sie für mindestens 1 Stunde einweichen, um das darin enthaltene Phytin zu lösen. Das mindert nämlich die Aufnahme von Mineralstoffen und das wollen wir ja nicht. Falls du das jetzt noch nicht gemacht hast, kannst du es natürlich schnell nachholen und in der Zwischenzeit gerne unsere restlichen Videos angucken. Und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich habe das Ganze natürlich jetzt schon vorbereitet und gebe jetzt die Hirse zusammen mit etwas Wasser in den Kochtopf. Das Wasserverhältnis für Hirse ist 1 zu 2, das heißt, ich habe jetzt hier 2 Cups Hirse genommen und darauf 4 Cups an Wasser. Jetzt lasse ich die Hirse einmal gut aufkochen, sodass sie das Wasser aufnimmt. Danach stelle ich einmal runter auf niedrigste Stufe, sodass die Hirse nur noch quellen gelassen wird. Dann noch den Deckel oben drauf und nach ca. 15 Minuten ist sie dann fertig. In der Zwischenzeit können wir uns natürlich schon an die Zubereitung im Reiskocher machen. Nicht nur Reis geht im Reiskocher, sondern auch Hirse. Dafür gebe ich jetzt die Hirse mit dem gleichen Wasserverhältnis wie eben in den Reiskocher. So. Jetzt kommt nur noch etwas Salz hinein. Und dann Deckel zu, auf Getreidemodus stellen. Start. Und dann können wir gleich auch schon servieren. Meine Hirse ist fertig und sieht schon richtig lecker aus. Benutzen kannst du sie übrigens auf sehr vielfältige Art und Weise, zum Beispiel als süße Version in einem Porridge oder aber herzhaft in einem Hirsotto, also einem Risotto mit Hirse. Schreib uns doch gerne in die Kommentare, wie du deine Hirse sehr gerne isst. Und nicht vergessen, ich würde mich freuen, wenn du im Video einen Daumen nach oben gibst. Ich lasse es mir jetzt schmecken, von daher bis bald und guten Reishunger. Thank you.